Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Soma. Weiter geht's mit dem Unterwasserabenteuer. So, Stand der Dinge. Simon hat Omikron betreten. Bevor er mit der Aufzugsplattform in den Abgrund fahren kann, muss er einen Kampfanzug finden, damit er den Wasserdruck überleben kann. So, das ist der Stand, ne? Beim letzten Mal hatten wir ja einige Schwierigkeiten, um in die Station reinzukommen. Und ein wenig habe ich mich da schon umgeguckt, was einen ziemlich unheimlichen Eindruck gemacht hat. Es gab einige Leichen, die sieht man ja jetzt auch hier gerade, ne, die keinen Kopf mehr hatten. Ja, dann scheint es auch wieder so ein Teleportationsmonster zu geben, so wie es aussieht, das einen ganz schön erschrecken kann. Naja, ich bin mal gespannt, was uns erwarten wird in Omikron. Oder auch später, wenn wir dann in den Abgrund fahren. Aber so weit ist es ja noch nicht. So, damit wären wir auch drin. Die Folge wird wohl heute nicht ganz so lange dauern, weil ich habe nicht allzu viel Zeit mehr zum Spielen. Weil der Tag heute doch schon recht turbulent war, aber ich denke mal, mindestens eine halbe Stunde kriege ich auf jeden Fall noch hin. So, ja, genau, hier waren wir ja schon. Ja, hier konnten wir nichts machen. Was war hier nochmal? Da war, glaube ich, nur so eine Abstellkammer, ne? Ja, und hier. Hier haben wir dann eben dieses Monster kurz gesehen, ne? Hier bin ich, glaube ich, hergekommen, wenn ich mich nicht irre. Ja. Gut, viele Türen sind zu. Ich denke mal, dass wir uns erstmal Zutritt verschaffen müssen in einige Bereiche. Mit der Catherine können wir im Moment eh noch nicht kommunizieren. Dafür müssen wir erstmal ein Gerät finden, wo wir sie einstöpseln können, und das war, glaube ich, auch der einzige Weg, wo es weitergeht, ne? Gut, dann gehe ich hier mal durch. So wie es aussieht, ist noch kein Monster in der Nähe. Ah ja, es ist ein Kontrollraum, also können wir hier die Catherine schon mal. Ich kann nicht mehr zurück. Bevor ich die Catherine einstöpsle, werde ich mich erstmal umgucken. Das sieht nach einer Schleuse aus. Remote Control. Da haben wir wieder so einen Pilotensitz, ne? Was ist das? Dive Suit Locker. Also hier sind wohl Taucheranzüge drin. Hier spricht doch einer. So, dann machen wir.
holen wir mal die Catherine zu Hilfe, ne? Is this Omicron? Everything is so basic, so limited. I hope it's not the Omnitool falling apart. Okay, we need to find you a power suit. You know, so we can go into the abyss without ending up like a recycled can of soda. You think we'll find one that fits me? I mean, I'm kind of in a suit already. That's been bothering me too. You know how you were transferred from Vancouver? Toronto. From then to now. How could I forget? Okay, so we do it again. You want to send me to the future? No, you idiot. I want to transfer your mind into a new body. What? Look, we already know it can be done. We don't need to make it a big deal. It is a big deal, Kath. It's a huge fucking deal. There's got to be something else that can take us down there. But Dunbar Theta was the only vessel that could take that pressure, and you saw what happened. Then think of something else. Simon, please. You don't have to switch this instant. Just play along for now. If we find something else, then great. If not... I'm not promising anything. Thank you, Simon. Have a look around the room. This is where they would keep the power suits, if there are any left. Aha. Catherine hat den Strom hochgefahren, so wie es aussieht. Moment, ich guck mich erstmal hier um. Ah ja. Links ist die Catherine, die hat also auch mal so einen Anzug angehabt. If there are any power suits left, they should be in the lockers. Ja, ja, ich gucke ja auch gleich nach. Moment. Heimatzugkampfanzüge. Ja, das haben wir schon mal gelesen. Das lese ich jetzt nicht nochmal vor. Das ist halt die Anleitung, wie man die Dinger benutzt. So, was haben wir hier? Checkliste. Arche-Team. Kampfanzüge überprüft und einsatzbereit. What are you waiting for? Find a power suit and let's ja, get on with it. Es ist ja gut. Ich mache ja. Omikron-Scans sind in der Arche. Aha. Catherine bestätigt. Ausrüstung und zusätzliche Rationen geladen. Iwaschkin bestätigt. Aufzugsplattform für Gewicht kalibriert. Ellen bestätigt. Kranführer bereit. Ellen bestätigt. Omikron steht in 2 Tagen für Abholung bereit. IM bestätigt. Simon, look for a seat in the lockers. Ist ja gut. Okay, die sind zu. Da ist jetzt offen, da könnten wir rein. Ja. What are you waiting for? Find a power suit and let's get on with this. Ja, Nervensäge. Ich mache erstmal die roten auf. Da werden keine drin sein, ne? Aber trotzdem gucke ich mal rein. Nein, ist nur hier wird doch einer drin sein. One of the power suits. There's a dead woman inside. At least I think it's a woman. Just like the body we found in the annex. She's missing her head. Gross. This could work in our favor, though. Look for a terminal nearby. See if you can boot it up. Ja, krass. Hier ist ja auch ein Bildschirm drin. Deswegen hat das als Frau identifiziert, ne? Red Light Harbor. Disponent Omikron. Bah. Die Reste von der noch in dem Kampfanzug drin, ne? So, was sollte ich jetzt machen? Ich sollte den Stab. Ja, und wie mache ich das? Ah.
Heimat zu Kampfanzug. HKA Informationen. Ein Hochdruckkampfanzug, der eine Temperaturspanne von 50 Grad bis minus 75 Grad standhalten kann, während im Inneren gemäß Standardeinstellung gleichbleibend 40 Grad herrschen. Oh. Ist ja immer noch ziemlich warm, ne? Der Anzug schirmt den Träger automatisch vom Druck ab und kann den Normalwert von einer Atmosphäre bis zu einer Tiefe von 5000 Metern beibehalten. Wow. Der Onboard-Controller überwacht den physischen Zustand des Trägers und kann die Risiken von Schock, Hyperventilation oder sogar Dehydrierung reduzieren. Benutzung. Der Anzug kann über rotierende Hals- und Handgelenksringe zur Fixierung der Handschuhe und des Helms einfach zusammengebaut werden. Beachten Sie, dass die Gelenke nicht versiegelt werden, bis der Controller den Träger über eine Reihe von Sensoriksystemen identifizieren kann. Manche Anzüge können für bestimmte Träger gesperrt sein, normalerweise kann aber ein Anzug von jedermann getragen werden. So. HKA-Controller. Der Controller ist der Onboard-Computer, der über den Hautleitwert, den Puls, die Hirnaktivität, die Körpertemperatur und den Stress misst. Diese Informationen werden dazu verwendet, die Nutzung so sicher wie möglich zu gestalten. So, mehr können wir hier nicht machen. What are you doing? We need to get the suit activated. Ja, ich weiß aber gar nicht, wie ich das machen muss. Don't waste time, Simon. Activate the power suit already. Ja, wie ich schon sagte, es ist eine Schleuse, ne? Aber irgendwas habe ich wohl übersehen, oder? What are you doing? We need to get the suit activated. Nee, hier kann ich nichts machen. Hier komme ich auch nicht weiter. Ich kann hier nur die drei Sachen anwählen. Zurück komme ich nicht mehr. Don't waste time, Simon. Activate the power suit already. Ja. Irgendwas habe ich hier übersehen, habe ich das Gefühl. Ich kann hier nicht viel machen. Hier kann ich auch nichts machen, da brauche ich das Omni-Tool, aber dann würden wir auch die Station verlassen, ne? What are you doing? We need to get the suit activated. Ja. Könntest du mir auch mal erzählen, was ich machen muss, ne? Mach mal die mal zu. Power suit. 1, 2, 3, 4.
Verdammt! Was? What are you doing? We need to get the suit activated. Was übersehe ich denn hier die ganze Zeit? Ich kam doch auf zurück, verdammt. So, HKA Ortung. Keine Ahnung, was mir das sagen soll. Not exactly grade A material. Don't write it off just yet. Remember what we found out at Theta. The suit you are wearing is basically just a Cortex chip working a few pints of structure gel, powered by the on-suit battery pack. And a dead colony, Imogen Reed. Exactly. If you think about it, we're actually incredibly lucky. We found a suit with an already dead body inside. I guess you're right. What about the wow? What makes you think it'll play along? It's not magic, it's algorithms. A set pattern. The WoW won't be able to deny us, even if it was capable of wanting to. I'm still not crazy about this plan. It feels wrong. Please, Simon, I can't give up on the Ark. I need this to work. So we need a Cortex chip, structure gel, and a battery pack. That's one hell of a shopping list. Thanks. I'll just hang around here if that's okay. I'll be back. So. Wir müssen also einiges besorgen, ne? Strukturgel, ein Akku und ein Cortex-Chip. Don't forget, we need a Cortex-Chip, Structure Gel and a Power Pack to get the suit ready. Ja, ja. Ja, hier wird wohl nichts dergleichen sich befinden. Ich hab's befürchtet und hab mich trotzdem erschrocken. Hier haben wir eine Art Karte. Ich versuche mich mal nicht zu erschrecken. Also wir sind jetzt im Mittelbereich anscheinend. Dann gibt es einen oberen Bereich. Power Room, Mess Hall. Containment 2, Airlock. Die roten Bereiche sind wahrscheinlich gesperrt, ne? Das biologische Labor hört sich schon mal gut an. Biomechanisches Labor. Das müsste der Bereich sein, wo wir angekommen sind, ne? Aha.
Systemüberlastung im Maschinenraum. So, was haben wir denn hier? Fehler erkannt, F3 Maschinenraum. Grundsystemüberlastung. Aha. Was? Was muss ich hier machen? Was? Ich muss hier irgendwie eine Verbindung schaffen, die funktioniert, ne? Oh je, die mal mit ihren Rätseln. So ganz verstehe ich das System nicht. Ich habe keine Ahnung, was du mir sagen willst, wer immer du auch bist. Ach Mann. Das haut wieder nicht hin. Ach verdammt. Ich verstehe dieses Rätsel nicht. Ich glaube, jetzt habe ich eine Idee. Ich muss wahrscheinlich diese Schlösser allesamt wegbekommen, ne?
Zerstöre die Bau. Scheiße. Gar nicht so einfach. Das geht schon mal nicht mehr. Immerhin habe ich es jetzt schon mal geschafft, dass nur noch einer zurückbleibt. So, Moment. Tatsächlich geschafft. Ich habe zwar jetzt nicht so die Ahnung, was das hier ausgelöst hat. Aber einige Bereiche haben sich jetzt entsperrt. Aha, ist wieder so ein Scanraum. Wieder so eine kopflose. K
kopflose Leiche. Na, da wollen wir auch gar nicht rein, ne? Status minus 20 Grad, Gel unkalibriert. Scheiße. Never seen something of that speed. Aha. Ja, Gel brauchen wir ja, ne? Also werden wir da wahrscheinlich dran müssen. So, was haben wir hier? Verbindung. Das Strukturgel wurde aufgeladen und hält tatsächlich eine Weile, sogar wenn man es von einer Stromquelle trennt. Wird es auf Schaltkreise angewendet, scheint es die Konnektivität zu fördern. Mann, schreck mich nicht mal so. Lisa Cameron, anscheinend ist es nicht nur die Konnektivität, sondern auch die Funktionalität. Das Geld steuert die Effektivität und die Arbeitsleistung einfacher Maschinen. Die Modifikationen, die WOW am Geld vorgenommen hat, sind aber auch voller zusätzlicher Informationen, die nicht unbedingt Sinn ergeben. Wird das Gel dagegen auf eine komplexere Maschine angewendet, wirkt es beim neuen Wirt wie ein Krebsgeschwür, an dem dieser dann zugrunde geht. Ups. Wir können das Gel wahrscheinlich, zu unserem Vorteil nutzen, aber dazu muss es vorher unkalibriert werden, um den Schadcode herauszufiltern. Pathologie. Habe das Gel auf eine tote Maus angewandt. Das Gel brachte die Maus zurück ins Leben. Sie wurde dann in dasselbe Habitat. Ich kann das gar nicht lesen, so schnell geht das. Gesetzt wie eine lebende Maus. Die wiederbelebte Maus war teilnahmslos, während die Lebende gestresst wirkte. Nach 15 Minuten griff die wiederbelebte Maus die Lebende an und tötete sie. Boah. 30 Minuten später hörte die wiederbelebte Maus auf, sich zu bewegen. Der Leichnam war fest, da sich das Gel darin erhärtet hatte. Du meine Güte. Habe noch eine Maus mit Strukturgel wiederbelebt. Dieser Versuch erfolgte mit unkalibriertem Gel von Imes. Die Ergebnisse waren beeindruckend. Das Ding wirkt katatonisch, ist aber mehr als ein Schlafwandler. Zur Vermeidung einer Aushärtung wie bei der vorigen Maus wird mit Hilfe von Elektromagneten eine schwache elektromagnetische Strömung im Tier erzeugt. Dies hat es uns außerdem ermöglicht, es eingeschränkt zu kontrollieren. Boah, was haben die denn hier für Experimente gemacht? Paulanski. Grundsätzlich bleibt das Strukturgel unverändert. Es ist immer noch dasselbe vernetzte Gel mit ausgerichtetem Graphen in einer mehrfach ungesättigten Matrix. Das Problem ist nicht das Gel selbst, sondern die WOW, die sich steuert. Das Gel hat keinerlei neue Eigenschaften angenommen. Die WOW benutzt sie einfach nur auf eine Art und Weise, die wir uns niemals erträumt hätten. Aha, so kam die WOW zu dem Gel, ne? Claudia Imes. Alles spricht dafür, dass sämtliche deformierte Kreaturen, also der Fisch, die Haie und sogar die Helper von der WOW über das Strukturgel manipuliert wurden. Auf irgendeine Weise sind sie dem geladenen Gel ausgesetzt gewesen, was bei ihnen zu krebsartigen Geschwüren führte, die den gesamten Organismus betrafen. Hier nach den Gründen zu fragen, ist schwierig, da wir ja von einer KI reden. Aber alles begann kurz nachdem die Erdoberfläche von den Asteroiden zerstört wurde. Ich kann nicht beurteilen, ob es sich um Schadcode oder um eine umsichtig programmierte Gnadentötung handelt, aber es sieht nicht... Schreibfehler, es sieht nicht danach aus, als ob es uns das Überleben leichter machen würde. Ja, die ominöse WOW hat hier ihre Strippen gezogen.
Gott. Hier hätte ich auf jeden Fall nicht arbeiten wollen, das weiß ich. So wie es aussieht, kommen wir hier nicht weiter. Aber hier kommen wir noch rein. Aha. Da liegt so eine experimentelle Maus drin. Came back to life. Or something like it. Ach du heiliger Wimmam. Ist ja krass. Da kann man mal sehen, was dieses Strukturgel anrichten kann, ne? So, anscheinend können wir jetzt unsere Platine hier auch verarbeiten. Gut, die scheinen wir nicht nehmen zu können. Ja, der Chip ist jetzt mit der Wau infiziert, ne, würde ich sagen. Gucken, ob das was gebracht hat.
Hier liegt einfach so ein Klumpen davon. Tatsächlich. Das hat was gebracht. So, dann haben wir schon mal eine Sache. Ah. Ich weiß nicht, ob das so gut war, keine Ahnung. Mach mal besser wieder zu. Na gut, eine Sache haben wir schon mal, dann können wir hier wieder raus. Ja, ich glaube, ich brauche mal eine Pause. Gut, das gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Ich mache an der Stelle mal einen Cut. Wir sind wieder ein kleines Stück weitergekommen auf der Suche nach einem funktionsfähigen Anzug. Ja, was wir hier noch erleben werden, ich bin mal sehr gespannt. Ich mache dann, wie gesagt, jetzt mal einen Cut. Sag einfach mal bis zur nächsten Folge. Gehabt euch wohl und tschüss.